Ja, hallo Kinder und schön, dass ihr wieder eingestellt habt zu Playmo-Geschichten. Ich hatte euch aber Instagram erzählt, dass wir ja die Luxusvilla, beziehungsweise ich, dass ich die komplette Luxusvilla eigentlich nur aufräumen wollte und sie komplett umgebaut habe. Und ich bin super zufrieden damit und auch die anderen finden es echt toll. Von daher bin ich super gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ja, also lasst uns auf jeden Fall ein Feedback da, wie ihr unsere neue Luxusvilla findet. Sie ist jetzt heller und freundlicher und ihr werdet es ja gleich sehen. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn euch das gefällt, gebt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Und ansonsten checkt doch auch mal unsere Instagram-Seite aus. Da könnt ihr uns auch gerne folgen. Da bekommt ihr immer coole Sneak Peeks oder auch ja, einfach coole Fotos und Informationen auch in der Story. Und ja, nutzt das Community-Tool hier auf YouTube. Da bekommt ihr auch ja immer die neuesten Neuigkeiten hier vom Playmo-Geschichten. Und los geht's auch. Ich habe hier jetzt für euch unseren neuen Essbereich, der wunderschön ist, wie ich ihn finde. Ich frage mich gerade, warum da oben... warum ich da oben noch ein kleines Stück Tapete hingemacht habe. Keine Ahnung, ich glaube, das gehört da gar nicht hin. Das muss ich gleich mal abmachen. Also, wie ihr seht, haben wir einen komplett neuen Boden. Wir haben wunderschöne neue Tapete im Hintergrund. Also voll modern gerade. Dieses Schwarz und Weiß und Gold ist ja gerade richtig in. Und mir war es total wichtig, dass hier ein heller Boden reinkommt, damit der Raum auch richtig schön hell ja, bleibt. Wir hatten nochmal vorher das probiert mit dem Holzboden. Aber irgendwie hat mir das nicht so gefallen. Und dann ja, habe ich gesagt, wir müssen da irgendwas Helles reinlegen. Und dann haben wir hier so einen hellen Boden uns geholt und haben den reingelegt und den können wir auch ganz einfach wieder rauslegen. Dann haben wir hier immer noch diese coole Sitzbank. Da bin ich aber auch nochmal, ob wir vorne vielleicht noch was drüber kleben, dass man die beiden Löcher jetzt nicht so sieht. Und ich liebe diesen Teppich, der ist auch so schön und ich finde, das passt so toll da rein und das sieht so frühlingshaft aus, irgendwie so hell und so schön. Dann ja, tauschen wir kurz einmal die Kameras, damit ich das besser filmen kann. Ja, hier vorne könnt ihr sehen, da ist die Kaffeemaschine für Lukas und so ein paar Tassen und da ist noch so ein Sticker. Und ja, damit Lukas sich auch freut, dass er weiter seinen Kaffee hat. Mikrowelle, Brot, Dings, hängt alles da jetzt an der Wand. Ja, warum das da oben, diese eine Pfütze da hängt, keine Ahnung, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Ja, und dann seht ihr noch, habe ich noch ein paar Kakteen rangeklebt. Die gab es bei Teddy, die Sticker. Und ja, dann gehen wir jetzt auch gleich weiter in den nächsten Raum. Und das ist eine absolute Premiere. In diesem Raum hatten wir noch nie das Wohnzimmer. Ich habe ja schon 3 oder 4 Mal die Luxusvilla komplett einmal umgebaut. Und das ist jetzt unser neues Wohnzimmer. Da haben wir hier auch einen dunklen Boden reingeklebt. Finde ich auch richtig schön. Ich finde, das passt auch echt toll. Dann haben wir in die Regale überall so tolle, ja, Fotokartonteile rausgeschnitten, reingeschnitten und die sind so ein bisschen in diesem Greenery-Style. Das liebe ich ja total momentan. Auch zu Hause bei mir selber irgendwie mag ich das total gerne, diese ganzen frischen Pflanzen, die man jetzt alle so hat. Und hier habe ich noch eine Wand, die ist noch weiß. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was ich dahinter mache. Da muss ich nochmal überlegen, was da jetzt so passt. Wo sitzt Kratzbaum? Da haben wir noch einen kleinen Teppich runtergelegt. Und ja, ich habe überall hier die Gardinen abgenommen. Weil das passt jetzt einfach nicht mehr von den Farben her und von daher, ja, da sind jetzt noch ein paar Fotos an der Wand. Hier tauschen wir kurz nochmal die Kamera, dann ist da die Wohnwand, die habe ich auch nochmal beklebt mit so einem Punkte-Washi-Tape. Genau, da ist dieses Licht, das kommt aus dem neuen Wohnhaus, ein Regal und es sieht auch so schön aus. Oben hängt noch das Bild von Familie Fröhlich und der anderen Familie Fröhlich, also Clara und der Familie. Und ja, ein schöner neuer Teppich und witzigerweise passten auch noch die selbstgenähten Kissen, die ich letztes Jahr genäht habe, auch noch ja, in das Haus. Und wie gesagt, die Gardinen habe ich jetzt alle abgenommen, da überlege ich noch vielleicht nicht nochmal neue. Vielleicht lasse ich es auch einfach so offen. Dann haben wir eine zweite Neuerung und auch eine absolute Premiere. Bei anderen, ja, haben wir es schon ganz oft gesehen, aber wir selber haben es noch nie gemacht. Und zwar haben wir die Küche jetzt hier in diesen Raum gesetzt. Einfach, weil wir auch gemerkt haben, dieser Raum ist immer der dunkelste zum Filmen. Der ist immer blöd zum Ausleuchten. Der wirft immer Schatten. Von daher haben wir gedacht, dass wir diesen Raum, weil wir einfach auch nicht so viel in der Küche filmen, das ist uns auch aufgefallen. Viele filmen mehr viel in der Küche. Wir witzigerweise nicht. Wir filmen eher im Esszimmer und im Wohnbereich. Ja, deshalb haben wir uns jetzt dazu entschlossen, dass wir hier die Küche machen. Die Vorhänge durften bleiben, dann haben wir die, den Herd und den Kühlschrank und die Spüle, die kommt aus der Luxusvilla-Edition. Vorne dieses Kochfeld, das kommt aus der neuen Küche. Da haben wir den früheren Teppich aus dem Wohnzimmer einfach reingelegt, haben auch einen hellen Bodenbelag gewählt, damit das Ganze nicht so dunkel, wir hatten es erst im Dunkeln drin, das fand ich ganz schrecklich. Da haben wir dann, habe ich gesagt, da muss der Helle rein einfach, damit das Ganze ein bisschen heller ist. Genau, und dann haben wir auch die Wandvertäfelung da so gelassen, weil irgendwie das passte da auch mit der Spüle. Die Katze kommt da jetzt mal bitte runter. Und ja, also ich mag den Raum wirklich sehr, sehr gerne. Und ja, finde ich, das passt auch richtig gut jetzt irgendwie da rein mit dem schönen Boden. Und ach, ich bin total zufrieden damit, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Wir haben jetzt nicht mehr so viel Teller und so viel Klimbim rumstehen, aber das ist sowieso nicht so schlimm, weil wenn man aus Versehen mal gegen die Villa irgendwie kommt, dann fällt eh immer alles um. Und dann, ja, die Stühle habe ich auch mit reingenommen. Die kamen, glaube ich, noch aus der Luxus-Villa-Edition, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und die finde ich aber mega praktisch. Und das passt sogar, wenn die Playmobil-Figuren da dran sitzen. Das geht alles auf jeden Fall noch klar. Hinten habe ich dann nochmal so einen Sukkulenten-Topf auch von Deli an die Wand geklebt, weil ich das momentan so schön finde. Und genau. Die Vorhänge durften auch bleiben und ja, den Teppich habe ich einfach aus dem Wohnzimmer hier reingelegt. Wie ihr seht, der lag früher bei uns im Wohnzimmer und der passt da auch gut rein. Und hier vorne habe ich noch so ein paar Klimbim-Sachen, Radioeier, ein paar Gläser und in der Ecke stehen noch ein paar Teller. Und ja, aber mir gefällt der Raum auch echt gut und ich bin sehr gespannt, wie sich das beim Film macht. Das weiß man ja immer vorher nicht. Jetzt haben wir eine neue, absolute Erneuerung und zwar hat unsere kleine Emma ein viel, viel größeres Zimmer bekommen. Sie hatte ja früher nur einen schmalen Streifen und jetzt hat sie wirklich ein großes Zimmer bekommen, weil sie jetzt auch einfach viel mehr Spielzeug hat. Hinten ist der Teppich ein bisschen verrutscht, das habe ich beim Drehen leider nicht gesehen und mein Kameramann hat auch nichts gesagt. Ja, auf jeden Fall ja, hat Emma ein riesengroßes Zimmer bekommen. Und zwar haben wir hier einen tollen Einhornteppich, der einfach nur super, super schön aussieht. Und auch richtig gut zu Emma passt, finde ich. Und er passt auch gut in den Raum. Den habe ich mal bei Roller gekauft, aber letztes Jahr den Stoff. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Das ist so ein Jersey-Stoff. Den konnte man noch ganz gut zuschneiden, ohne dass er jetzt viel gefrisselt und gefrummelt hat. Dann haben wir Emmas Bett. Da werden wir auch oft gefragt. Das ist von Sylvanian Families. Genauso wie ihre Rutsche. Die hat sie jetzt zum Geburtstag bekommen. Die soll eigentlich in den Garten. Aber jetzt steht sie halt da im Zimmer, weil da genug Platz ist. Dann haben wir hier vorne noch einen neuen Teppich. Das ist auch so ein Washi-Tape. So ein Stoffsticker. Den habe ich einfach ausgeschnitten rund. Da gehen super diese IKEA-Gläser für. Das ist so eine richtig gute Größe, finde ich. Und genau, da haben wir auch die Vorhänge abgenommen, einfach damit das ein bisschen heller ist. An der Seite habe ich den blauen Vorhang hängen gelassen. Und ja, da muss ich die Wand nochmal festkleben. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Gerade beim Film, dass die gar nicht richtig fest ist. Die müssen wir auf jeden Fall noch festkleben. Diese Sticker haben wir bei DM aus so einem ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also ich weiß, wie man das nennt. Ich weiß nicht, wie man das von DM nennt, aus so einem Fotoset. Und da waren die drin. So, die nächste Erneuerung ist, dass wir das Schlafzimmer von Sophia und Lukas hier in diesen Raum von Emma gelegt haben früher. Und wie ihr seht, ist das hinten nicht ganz bündig mit der Wand. Das heißt, Emma hat ein bisschen von ihrem Raum abgegeben, einfach weil ich diese Schminkkommode so schön fand und die unbedingt wieder mitnehmen wollte. Das hätte aber vorher nicht gepasst. Hier vorne haben wir voll die schöne Tapete. Das Ganze ist so in lila-pink gehalten. Lukas findet es natürlich nicht so toll, aber ist okay. Hier haben wir so eine Goldfolie noch drüber gemacht, über dieses Ding. Das sieht einfach total schön aus und ist ein bisschen schief. Das habe ich vorher auch nicht gesehen. Manchmal sieht man das erst, wenn man irgendwie das so filmt, wenn man das so sieht. Ja, das muss ich vielleicht noch ein bisschen gerade hinhängen. Aber es fand ich voll schön, weil es passt voll gut in dieses Zimmer. Auch mit diesem Lampenschirm von dem Bett. Die Bettdecke habe ich so gelassen. Vielleicht nähe ich da auch nochmal jetzt demnächst mal eine neue. Irgendwie, keine Ahnung. Ach, ihr wisst ja, nähen ist nicht. Ich sticke total gerne, aber ich hasse nähen. Ja, dann hier vorne ist noch der Tisch. Da habe ich auch noch mal unten so einen schönen schwarz-weißen Teppich hingesetzt. Wie ihr seht, das da hinten ist nicht mehr ganz so bündig, aber das stört mich jetzt nicht. Dann habe ich die Wand verkleidet, auch mit so einem Fotokarton, habe da noch ein bisschen was reingelegt. Und viele fragen uns immer, warum da hinten bei Emma so eine Tür war. Und das ist die Tür zum Balkon. Und weiter geht's mit den Neuerungen. Und zwar hat Linus jetzt das Zimmer, das alte Zimmer, plus ein oder zwei Zentimeter musste er, glaube ich, auch lassen an dem Fenster. Mit der Wand, damit Sophias und Lukas Schlafzimmer da auch passen. Ja, haben wir jetzt hier ein großes Zimmer für Linus, was echt schön ist. Ich liebe das Zimmer, ist auch voll toll geworden, finde ich. Da haben wir neue Tapeten an die Wand gemacht. Einfach auch so einen Fotokarton habe ich daran geklebt. Dann habe ich ein Mikrofasertuch auseinandergeschnitten. Das hatte halt so ein, ist ziemlich dünn. Also von der Struktur her nicht so flauschig, sondern so richtig dünn, dass die Playmobil-Figuren auch gut drauf stehen können. Hier habe ich auch die ganzen Wände umgebaut. Also bitte fragt mich nicht mehr, welche Wand wohin gehört. Ich habe keine Ahnung mehr, weil wir zwei Luxusvillen auch mittlerweile haben. Wir haben hier komplett alles umgebaut. Schon mal vor einem guten Jahr, glaube ich, haben wir das ganze Ding hier vergrößert, als Emma quasi aus dem Schlafzimmer von Lukas und Sophia geflogen ist. Hier vorne könnt ihr auch nochmal gut sehen, dass ich die Regale auch alle wieder mit ein bisschen Hintergrund beklebt habe, einfach damit das nicht so langweilig ist. Ich könnte hier vorne auch noch was hinkleben, fällt mir gerade auf, dann ist es nicht, ja, dann ist es ein bisschen abgeschlossen einfach. Genau, die Gardine habe ich mitgenommen und wie gesagt, fragt mich nicht mehr, wo, welche Wand, aus welchem Haus, ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, das Zimmer von Linus gefällt mir auch richtig gut. Und im Badezimmer ist der
einzige Raum, wo sich nichts getan hat, weil ich damit eigentlich immer noch sehr zufrieden bin. Mir würde jetzt auch nicht einfallen, wie man es besser oder anders hinstellen kann, weil im Badezimmer filmen wir auch echt so wenig. Das Badezimmer ist schon ein bisschen groß, aber wir haben noch echt viel drinstehen. Diese Dusche, Wanne und das alles ist relativ groß. Von daher brauchen wir auch noch diesen Raum. Ich war auch am Überlegen, ob ich zuerst da Linus Zimmer reinmache, aber da habe ich mich dagegen entschieden irgendwie, weil das andere Zimmer ist einfach zu klein. Und ja, da hat sich nicht so viel getan, wie ihr jetzt seht. Es hat sich eigentlich gar nichts getan, außer dass ich die Regale mal abgestaubt habe. Ja, aber trotzdem, ich mag das Badezimmer immer noch. Das hatten wir schon mal, ich glaube, an Ende Oktober oder so hatten wir das ja schon mal ein bisschen umgebaut, hier mit den neuen Spiegeln und so. Von daher, ja. Hier vorne würde ich auch gerne nochmal irgendwie noch einen anderen Teppich, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Man muss auch nicht alles immer sofort, vieles merkt man auch erst beim Film, dass das funktioniert. Ich bin total gespannt, ob das überhaupt funktioniert mit dem Film jetzt hier in diesem Ding. Und ich hoffe, euch gefällt die neue Luxusvilla. Ich bin so zufrieden und die anderen mögen es auch. Ja, sieht richtig, richtig schön aus, finde ich. Voll modern und ja, vielleicht bauen wir auch irgendwann nochmal das Badezimmer um. Linus Zimmer gefällt mir super gut, das neue Schlafzimmer gefällt mir gut und ja, es ist einfach total toll. Auch mit der Küche jetzt, dass das jetzt der dunkelste Raum ist und da wird einfach nicht so viel gefilmt. Von daher, ich bin super gespannt, wie sich das macht. Nächste Woche fangen wir wieder an, in der Villa zu drehen. Und oder diese Woche besser gesagt. Und dann ja, bin ich super, super gespannt, ja, wie die neuen Filme so aussehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vergesst nicht, dieses Video zu bewerten. Und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Viele, viele Grüße vom Playmo-Geschichten-Team.